Hallihallo, hier ist wieder Shoki Banoki New Television TV mit Daily, deiner Dosis Klugscheißerwissen. Ja, so ähnlich, genau. Ich bin der Sashi und das ist der Till. Und der Till ist von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog und der hilft uns wieder mal aus heute hier, weil nämlich der Pujan, der hat keinen Bock, der Christian, der da ist seine Mama krank wahrscheinlich, der Marc, der auch manchmal hier ist, der, ach, die haben alles Flitzpiepen, ehrlich. Auf jeden Fall, der Till ist heute da, zum Glück. Ja, und wir haben heute den 11. Juni und der 11. Juni. Wer hat da Geburtstag? Da hat der. Jetzt muss ich mal. Hugh Laurie. Weißt du, wer das ist? Dr. House. Dr. House, das ist Hugh Laurie hier. Zack, zack, da komm. Kommt er gleich. Der Doktor. Hast du Dr. House gerne geguckt? Ja, durchaus. Aber warum? Weiß ich nicht. Es war eine nette Sendung und egal, was man hatte, man. Also, es ging mir immer so, wenn ich dann zu Hause irgendwie angefangen habe zu hüsteln oder Kopfschmerzen hatte, ich habe mir immer gedacht so, oh, Lupus. Ich habe Lupus. Was ist Lupus? Lupus ist eine Krankheit. Und wenn man diese Sendung schaut, dann ist quasi eine der ersten Diagnosen, die gestellt wird, immer Lupus. Ist es natürlich dann nicht. Ich glaube, es war niemals Lupus. Lupus? Da haben wir öfter mal über Lupus gesprochen, oder was? Aha. Ja, ich habe Dr. House irgendwie dreimal geguckt und habe es dann irgendwie vernachlässigt. Ich hatte mal einen Chef, der ungefähr so aussah. Um Gottes Willen. Hat er auch einen Stock gehabt? Nein. Nee, okay. Ja. Aber das ist, was war noch am 11. Juni? Hat jetzt mit ihm nichts zu tun. Mit mir auch nicht. Weiß man mit nicht. Dir weiß ich nicht. Aber ja. 1994 ja. Wurde der Paragraph 175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Und der hat was bewirkt? Da ging es darum, dass Homosexualität unter Männern unter Strafe steht. Und der wurde dann gestrichen. Ach so, der wurde dann gestrichen. Also es war dann nicht mehr strafbar. Ab dann strafbar. Man hat sich nicht mehr strafbar gemacht. Genau. Wann war das? In welchem Jahr? Das war erst 94. 94 erst? Ja. Hammer. Das heißt also, angenommen, ich wäre jetzt schwul. Mhm. Und ich bin 74 geboren. Das heißt, ich hätte mich noch 20 Jahre lang, also gut, als Kind nicht, aber dann bis 94 hätte ich mich noch strafbar machen können. Da hättest du dich strafbar gemacht. Ach du Scheiße, ist ja krass. Heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Nee. Hammer. Also wichtig auf jeden Fall. Ja, aber am 11. Juni, das war, muss ich mal gucken, 1962, da sind drei Gefangene aus Alcatraz geflohen. Ja, hier die drei, ja, das war, muss ich ablesen, John und Clarence Anglin und Frank Morris, die sind aus Alcatraz geflogen, sind irgendwie durch Lüftungsschächte hindurch, haben sich irgendwo unten durch so Tunnel entsprechend durchgegraben und haben aus Regenmänteln, haben die sich ein Schlauchboot nix, als wenn du es wüsstest. Ja. Echt? Ich habe neulich eine Doku darüber gesehen. Achso, ja. Haben ein Schlauchboot aus Regenmänteln gemacht und sind dann halt übers Wasser zink weg. Genau. Und deren Leichen wurden nie gefunden und die waren weg. Das heißt ja auch nicht Leichen. Also, es ist rein theoretisch möglich, von dieser Insel wegzukommen. Es gibt, also ich habe wie gesagt eine Doku gesehen, von da an kann ich da jetzt richtig schön auftrumpfen. Ah, jetzt aber hier Gas, Gas, Gas. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, von da, wo sie gestartet sind, mit einem Schlauchboot zu entkommen. Es gibt allerdings nur ein Zeitfenster von ungefähr 20 Minuten, in dem die Strömung dann auch so ist, dass man aufs andere Ufer gelangt. Ansonsten wird man aus der Bucht raus aufs offene Meer getrieben. Und da sind die Überlebenschancen eher gering. Also die sind nach 9 Stunden erst aufgeflogen. Das heißt, nach 9 Stunden hat man erst entdeckt. Aber in 9 Stunden wären sie auf dem offenen Meer noch nicht tot gewesen. Da hätte man sie gefunden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das heißt also, sie haben es geschafft. Wenn sie das Zeitfenster hatten, dann haben sie es möglicherweise geschafft. Aber da müssen sie ja wissen, dass genau in diesen 20 Minuten, aber sind diese 20 Minuten variabel oder sind es am Tag immer die gleichen 20 Minuten? Nein, das ist variabel, weil es natürlich von den Gezeiten abhängt. Das heißt, die hatten Glück gehabt? Wenn es so war, hatten sie extremes Glück. Ja, das war der 11. Juni. Am 11. Juni war noch irgendwas? Was war am 11. Ja, und zwar, das müsstest du eigentlich noch im Original kennen, 1992 startete in den USA, in New York, der Film Jurassic Park. Natürlich kenne ich das im Original. Ich hab den ja gesehen im Kino. Was willst du jetzt von mir? Nein, ich meine im Original. Du meinst, dass ich so alt bin, dass ich Dinosaurier irgendwie gesehen habe oder was? Das heißt, ich bin 4 Millionen Jahre alt oder was?
Ja, deshalb hast du auch ein so enormes Wissen. Kann man sagen, oder was ist los hier? Nee, den Film habe ich im Kino gesehen. Ich fand den von Anfang an totale Scheiße. Hast du den gesehen? Nein. Also, ich habe mich erfolgreich geweigert bis jetzt. Ja. Der ist rausgekommen am 11. Juni in welchem Jahr? 94. 94. Nein, ja. 92. Entschuldige bitte. Ja, macht den Kohl auch nicht fett, weil letztlich ist es so, der Film war totale Kacke. Aber es war ein totaler Erfolg, ja? Ja, es also, gibt zig Jurassic Park Filme mittlerweile. Vier, glaube ich, oder sowas. Vier, fünf, wie viel gibt es? Und es gibt ja auch Spiele Jurassic Park und es gibt ja auch einen Park irgendwie, der heißt Jurassic Park und so ein Kram. Ne? Irgendwie der ganze Rotz, Merchandise bis zum Abwinken. Ja, Steven Spielberg Film gewesen, ne? Ja. Naja. Also, wir haben gelernt, am 11. Juni ist der Dr. House geboren. Das ist einfacher so auszusprechen. Dr. House ist geboren, Jurassic Park ist geboren. Der Paragraph 175 wurde endlich gestrichen. Ist gestorben und die Alcatraz-Flüchtlinge sind nicht gestorben. Die haben es geschafft. Ja, alles heute passiert und morgen erfahrt ihr mehr über den 12. Juni. Dann aber zum Glück nicht mit dem Till. Der Till ist dann nicht da. Da könnt ihr aber dann auf Till und seinen Vlog gehen, auf den YouTube-Kanal von ihm hier, und könnt ihr gucken, was er dann morgen so erlebt. Genau. Ja, das wäre total schön. Schön. Cheerio, Miss Sophie.